Herzlich willkommen, liebe Spieleverrückte. Wie ihr seht, nicht nur meine Witze haben einen Riesenbart, sondern jetzt auch ich. Das soll aber nichts zur Sache tun, denn nächste Woche ist die Gamescom das große Thema und wir hoffen natürlich, dass wir viele von euch da auch sehen. Wir von GIGA sind von Dienstag bis Sonntag da und ihr als Publikum könnt ja von Donnerstag bis Samstag da sein. Und ich will euch jetzt sagen, wie ihr uns da treffen könnt. Als erstes sei dann natürlich genannt, dass wir schon ab Mittwoch immer mal wieder durch die Hallen wandern werden. Wer letztes Jahr unser großes Gamescom-Video gesehen hat, der weiß ja, dass wir euch suchen. Das heißt, wenn ihr uns seht, habt keine Scheu, kommt einfach her, knuddelt uns, vor allen Dingen den Tom, der mag das sehr. Der kriegt nicht so viel Liebe ab und dann kommt ihr natürlich, wenn ihr das wollt, auch ins Video, wenn ihr einfach nur ein Autogramm wollt. Wir haben extra noch Autogrammkarten gemacht, wo ihr auf der Facebook-Seite noch abstimmen könnt, welches Motiv gewinnt und dann unterschreiben wir da ganz schön mit dem Stift drauf und dann könnt ihr nochmal in die Kamera winken und alles ist gut. Ansonsten hat die GameStar bzw. IDG einen Stand bzw. eine große Bühne, die GameStar and Friends Bühne, wo dann zum Beispiel Gronkh oder Pizmeat drauf sein werden und auch wir sind dort vertreten am Freitag von 12 bis 13 Uhr werden wir dort sein und dann könnt ihr euch zum Beispiel da einfinden. Wir müssen mal noch gucken, ob wir da irgendwie was spielen oder so. Vielleicht könnt ihr ja dann Street Fighter gegen mich zocken. Es gibt ja viele, die immer sagen, wir wollen den David unbedingt mal abziehen. Dann könnt ihr das da tun. Außerdem beantworten wir eure Fragen. Das wird so ein Fan-Meet-and-Greet. Kommt mal dahin und zeigt denen, dass bei GIGA ganz viele coole Fans sind. Die Jungs von Texcalibur werden einen Laser-Tag-Event planen. Die machen gerade bei sich ein Gewinnspiel, da könnt ihr mal vorbeischauen. Und da könnt ihr euch quasi in deren Teams einteilen lassen und mit denen zusammen spielen. Auch wir werden beim Lasertag dabei sein und werden zocken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welcher Halle das ist. Das werden wir aber nochmal unten in der Videobeschreibung. Steht ein großer Gamescom-Artikel, da steht das alles drin, da könnt ihr euch das durchlesen. Wer uns also abballern möchte, statt uns zu umarmen, der kann auch das tun. Und dann der große Event am Samstag, der Video Day, wo dann natürlich nicht nur wir da sein werden, sondern auch LeFloid, Whitehitty und wie sie alle heißen. Wer die alle nicht mag, der kommt halt wegen uns. Ich habe ja letzte Woche in den Kommentaren Video-Day-Karten verlost. Die Gewinner wurden auch schon benachrichtigt. Das heißt, wenn ihr zu den Glücklichen gehört oder wenn ihr sowieso schon da seid, dann werdet ihr den ganzen Tag dort die Möglichkeit haben, uns zu sehen. Wir werden da so ein bisschen, wir werden eine Autogrammstunde haben. Den Termin kann ich euch leider noch nicht sagen, aber wir sind in dieser großen Lanxess-Arena. Die haben ja tatsächlich eine große Arena gebucht. Werden wir immer wieder umherstreunern und dann könnt ihr uns treffen. Um 16 Uhr am Samstag, auch auf diesem Video-Day, wird dann Google Plus mit uns einen Hangout veranstalten. Das heißt, es wird einen Livestream geben, wo wir dann quasi auch für euch für Fragen zur Verfügung stehen. Das ist vor allen Dingen für die Leute gedacht, die leider nicht zur Gamescom kommen könnten oder auch zum Video Day. Um 16 Uhr geht das dann los. Ihr könnt euch bewerben. Wie? Das wird auch unten im Artikel gesagt, denn leider ist dieser Hangout natürlich von den Personen, von der Personenanzahl begrenzt. Und wer dabei ist, der kann im Chat dann Fragen stellen. Wir beantworten die gerne. Das wird bei YouTube und bei Google Plus als Livestream gezeigt und wird bei uns auch im Kanal eingebettet sein. Also wer nicht da sein konnte, kann trotzdem mit uns Liebe machen. So, und jetzt habe ich mir den Mund fußlich geredet. Es gibt aber noch eine Sache und zwar die große Gronkh und Sarazar Bühne. Die beiden sind mittlerweile so dicke, dass sie eine eigene Halle bekommen, beziehungsweise eine eigene große Bühne. Der Let's Play Together Stand oder man kann ja fast sagen, es ist fast eine Mondoberfläche, die sie sich da gemietet haben. Die Donuts werden da zum Beispiel auftreten und wenn ihr Glück habt, springen auch wir mal so rüber, so ein kleines Last Man Standing 2 in Real Life können wir dann abfeiern. Falls ihr bisher noch nicht dabei sein solltet, vielleicht weil ihr nicht das Geld für die Karten haben solltet, solltet ihr auch nicht verzagen, denn wir haben noch 10 Karten für die Gamescom zu verlosen. Zusammen mit Inferno machen wir das und da, wenn ihr bei uns unten reinklickt in die Endcard, werde ich das euch diesen Link reinpacken, dann könnt ihr 10 Karten gewinnen. Die gelten von, ich glaube, von Donnerstag bis Sonntag. Und ja, besser geht es ja eigentlich gar nicht, um uns da zu treffen oder um euch die vielen tollen Spiele anzugucken, die sie zeigen. Und da ist ja dieses Jahr eine ganze Menge dabei. Die PlayStation 4 wird erstmals gezeigt, die Xbox One wird gezeigt und auch die ganzen Spiele, die dazugehören. Wir werden uns natürlich alles davon angucken und werden euch auch hinterher in vielen Video-Features zeigen, was es da so gab. Zum Beispiel The Order oder Infamous Second Son oder die neuen Xbox-Titel. Ich hoffe ja persönlich, dass das neue Halo auch mal gezeigt wird. Und darüber hinaus gibt es auch
eine ganze Reihe von Neuankündigungen. Wir wissen jetzt schon seit dieser Woche, dass es ein neues Diablo-Add-on geben wird. Am Mittwoch um 11.30 Uhr deutscher Zeit wird es eine Pressekonferenz geben. Da sind Herr Heidemann und ich auch vor Ort und da gucken wir uns das Ding an. Angeblich wurde diese Woche ja gesagt, heißt das Ding Reaper of Souls. Und wenn man dieser Teaser-Seite, die diese Woche veröffentlicht wurde, glauben kann, dann es sieht für mich so ein bisschen danach aus, dass du diesmal nicht gegen Dämonen kämpfst, sondern gegen den Tod selbst. Reaper of Souls lässt ja so ein bisschen auf den Seelenverschlinger schließen und auf diesem Bild ist so ein großes Tor zu sehen und das sieht aus wie die Pforte zum Himmel bzw. zur Todesunterwelt, keine Ahnung. Mittlerweile hat man ja wirklich alle Dämonen schon getötet. Es wäre eigentlich also ein recht logischer Schritt, mal gegen den Fürsten der Seelen zu kämpfen. Blizzard hat sich diese Woche übrigens noch eine weitere Marke gesichert. Das Ganze heißt The Dark Below und passt irgendwie auch ganz gut zu Diablo. Allerdings wäre das so ganz kurz vor der Gamescom eine ganz komische Sache. Ich kann mir also ganz gut vorstellen, dass es sich da um den Namen vom neuen World of Warcraft Add-on handelt. Das aber, so weiß ich relativ sicher, wird nicht auf der Gamescom gezeigt. Aber im Oktober gibt es ja die nächste BlizzCon und da dürfte das Ding revealed werden. Was The Dark Below heißt, kann ich mir allerdings noch nicht so wirklich ausmalen. Vielleicht hat es was mit Azshara'th zu tun. Wer von euch World of Warcraft spielt, der ist ja da so ein bisschen drin. Das ist so die Meeresnixenkönigin. Noch können wir dazu nicht viel mehr sagen, aber in einer der nächsten News werden wir dieses Thema auf jeden Fall behandeln. Ich gucke mir dann ein neues Spiel an von den Two Worlds-Machern und ich glaube, man braucht nicht allzu lange überlegen, was das wohl sein könnte, denn das letzte Two Worlds liegt ja schon eine ganze Weile zurück. Und Tobi, der ist bei Firaxis. Das sind unter anderem die, die zuletzt XCOM gemacht haben. Das war letztes Jahr einer unserer großen Strategien. Hits und die machen was Neues. Tobi weiß es noch nicht, was es ist, aber er hofft natürlich auf ein neues XCOM. Drücken wir mal die Daumen, was das alles ist. Erfahrt ihr alles in der nächsten Woche und ich hoffe auch ihr seid da, habt viel Spaß und wenn ihr den habt, dann kommt bei uns auf jeden Fall vor die Kamera und knuddelt uns. Diese Woche war so ein bisschen der Mehrspieler-Overkill. GTA ist gerade ganz frisch, vor 15 Minuten ist der neue Trailer erschienen und meine Güte, ist das wieder geil. Vorher wurde ja gesagt, Grand Theft Auto Online wird angekündigt und da gab es nicht wenige, die dachten, oh, könnte das vielleicht sogar ein MMO sein. Ist es auch so ein bisschen, aber im Grunde handelt es sich hierbei nur um den Mehrspieler-Part von GTA 5. Aber wenn man sich anhört, was da so drin ist, dann kann man echt nur staunen. Die haben eine ganze große offene Spielwelt designt, im Grunde so ein bisschen wie ein kleines GTA Online in GTA 5. Man kann Quests lösen, man kann Rennen starten, man kann Tennis gegeneinander spielen und zwar mit all den Spielern, die in dieser Welt online sind. Und das, finde ich, ist ein extrem krasses Feature, denn GTA ist ja schon verdammt viel, bietet verdammt viele Möglichkeiten. Wenn das auch noch online dazu führt, dass man zum Beispiel in Levels aufsteigt, das ist noch nicht ganz so klar, aber es soll eine Progression, also es wird einen Fortschritt geben, wo ihr weitere Quests freischaltet, wo ihr weitere Charaktere freischaltet und immer tiefer in dieses Spiel einsteigen könnt. Rockstar wird dann später auch DLCs nachliefern. Das könnte ein riesiges Ding werden, wo wir über Jahre beschäftigt werden. Die zwei coolsten Features finde ich, einerseits, dass man sich zu Gangs zusammenschließen kann. Das heißt, man kann mit ein paar Freunden so eine eigene Gang starten. Mit der überfällt man dann zum Beispiel eine Bank oder startet illegale Autorennen. Also das, was ich auch in meiner privaten Freizeit gerne mache. Das zweite Feature finde ich sogar fast noch geiler, denn es wird einen Editor geben und mit diesem Editor könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt eigene Missionen, eigene Rennstrecken könnt ihr designen und das ist eine Sache, die, glaube ich, jeder von uns schon gerne mal machen wollte. Sprich, diese große Welt könnt ihr noch größer machen mit euren eigenen Ideen. Im starken Kontrast dazu steht dann irgendwo diese Ankündigung, die diese Woche auch noch kam, nämlich von Call of Duty Ghosts. Und ich weiß, bei ganz vielen von euch da draußen ist Ghosts ja nicht so das heiße Thema, beziehungsweise Call of Duty ist mittlerweile so der Sack, auf dem alle mit dem kleinen Knüppel draufhauen. Ich habe mich trotzdem gefreut, weil ich den Mehrspieler-Part von Call of Duty immer mochte. Mit den Killstreaks und den Perks und diesem schnellen Gameplay, das fand ich immer klasse. Natürlich ist es toll, wie in Battlefield zum Beispiel die Umgebung zu zerstören, aber im Vorfeld hatte Infinity Ward ja angekündigt, dass das jetzt auch in Call of Duty Ghosts möglich sein wird. Und jetzt nach dieser Ankündigung ist klar,
ist es nicht. Was es geben wird, sind 30 neue Waffen. Die sind mir ehrlich gesagt so ein bisschen egal, weil ich spiele ja im Endeffekt sowieso nur mit 2, 3 ausgewählten und 7 neue Spielmodi. Die klingen zum Teil auch gar nicht schlecht, wie zum Beispiel Cranked. Bei Cranked ist es so, dass immer so ein kleiner Timer abläuft und wenn du in dieser Zeit nicht einen anderen Spieler tötest, dann explodierst du. Das könnte ein ziemlich chaotisches, aber sehr spaßiges Spiel werden. Dann gibt es noch Search and Rescue. Und bei Search and Rescue ist es so, dass wenn dann eure eigenen Teammitglieder getötet werden, müsst ihr zu denen hinlaufen und die wiederbeleben, sonst sind die für diese Runde ausgeschaltet. Also fast schon so Counter-Strike-Ausmaße. Die anderen Features, die Infinity Ward angekündigt hat, die waren aber eher so, naja, es gibt jetzt einen Hund als Killstreak-Feature, das ist immer noch nicht interessant, Infinity Ward. Und man kann endlich auch weibliche Charaktere spielen. Aber das hatte ich bisher eigentlich nie im Sinn. Ihr großes Feature ist so ein bisschen der Editor, wo man insgesamt 10.000 verschiedene Möglichkeiten haben soll, seinen eigenen Charakter zu designen. Aber ich bin zum Beispiel einer, ich drücke immer auf den Knopf und mache so, ich nehme den, der da ist. Mehr interessiert mich nicht, ich habe keinen Bock, meinem Typen, den ich sowieso nicht sehe. Es ist ja, ich sehe das ja alles aus der Ego-Perspektive, irgendwelche Locken auf den Kopf zu setzen. Und dann kamen so die Punkte, die mich fast schon ein bisschen enttäuscht haben. Denn ich hatte eigentlich gehofft, dass die Spielkarten ein bisschen dynamischer sein, dass das Ganze mehr zerstörbarer sein würde. Aber wie sich jetzt herausstellt, gibt es nur ganz wenige einzelne Elemente auf den Karten, wie zum Beispiel so eine Tankstelle, die dann zusammenstürzt, wenn man sie beschießt, die dann tatsächlich auch ja, zerstörbar sind. Da hätte ich auf mehr gehofft. Sie sagen, angeblich hätte die Engine diese physikalischen Möglichkeiten nicht hinbekommen, aber dann frage ich mich, wie Battlefield 3 das schon vor 3 Jahren hinbekommen hat. Außerdem würde es, und das finde ich total skurril, kein Cross-Platform Gaming für Leute, die eine Xbox One oder eine Xbox 360 haben geben. Angeblich, sagt Infinity Ward, liegt es daran, dass ja die grafischen Unterschiede sehr stark werden. Aber dann frage ich mich, was ist denn mit all den PC-Spielern, die unterschiedlich starke PCs haben und das auch all die Jahre lang konnten? Ich würde mal eure Meinung da interessieren. Ich kann mir natürlich ausmalen, was euer Favorit in puncto Online-Gaming ist, aber sagt mir doch einfach mal, was ihr von diesen neuen Features haltet, sowohl bei GTA als auch bei Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts bzw. Call of Duty stellt ja jedes Jahr neue Rekorde auf. Irgendwo ran muss es ja liegen. Gehört ihr zu diesen Leuten, die Call of Duty kaufen? Vielleicht wegen des Multiplayers? Und was sagt ihr zu diesen neuen Features? So ein Hund als Killstreak? Das wollten wir doch bestimmt alle schon mal haben, oder? Eigentlich haben wir gedacht, dass Microsoft sich jetzt langsam mal einbekommen hat, denn nachdem sie ja jetzt vor kurzem erst gesagt haben, dass dieses Always-On nicht mehr da sein muss, hatte sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Leider hat sich das für Microsoft nicht so eingependelt, wie sie wollten. Bei Amazon ist es immer noch so, dass die PlayStation 4 auf Platz 1 der Vorbesteller ist und erst ganz weit unten, naja, so weit unten ist es auch nicht, aber auf Platz 7 kommt die Xbox One. Und warum ist das so? Weil immer noch sehr viele Leute denken, dass Kinect, das bisher ja dazugehören musste, dass das zum Beispiel ausspioniert, wenn du in deinem Wohnzimmer sitzt und dir Pornos anguckst, was bei mir zum Beispiel jeden Tag der Fall ist. Microsoft rudert nun abermals zurück. Sie sagen, Kinect muss nun nicht mehr immer an sein, damit die Konsole funktioniert. Ich persönlich fand das ja sowieso immer ein bisschen komisch, denn ich muss nicht unbedingt nach Hause kommen und sagen, Xbox One, mach jetzt mal hier oder Xbox One, go home, weil dafür kann ich immer noch meine Finger benutzen. Gott hat sie mir nicht nur zum Onanieren gegeben. Was Microsoft dadurch natürlich nun hofft, ist, dass die Vorbestellerzahlen in die Höhe schießen. Allerdings bin ich fest davon überzeugt, dass das gar nicht mal so sehr an dieser Kamera liegt, denn die PlayStation 4 ist immer noch $100 bzw. 100 Euro günstiger und am Ende wird es wahrscheinlich der Preis sein, der im Weihnachtsgeschäft darüber entscheidet, ob ihr da draußen die Xbox One oder die PlayStation 4 kauft. Ist es bei euch denn mittlerweile so, dass ihr sagt, die Xbox One, die würde ich mir trotzdem holen, jetzt gerade, wo Kinect nicht mehr nötig ist? Oder gehört ihr zu den Leuten, die hoffen, dass Microsoft künftig Kinect komplett rausnimmt aus diesem Bundle und die Xbox One alleine verkauft, um dann den Preis zu senken? Ich persönlich finde ja, dass Kinect eigentlich gar nicht schlecht sein muss, denn jetzt durch diese Zwangsbündelung mit der Xbox One bedeutet das ja so ein bisschen, dass sich die Entwickler endlich auch darauf versteifen können, Spiele zu entwickeln, die Kinect auf eine sehr kluge Art und Weise einsetzen. Bisher gab es ja wirklich nur diese Wackelspielchen, die uns allen als Hardcore-Gamer natürlich nicht so wirklich zusagen. Aber wenn die Entwickler wissen, dass mit jeder Xbox verkauften Xbox One auch ein verkauftes Kinect dazukommt, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, auch für diesen Markt zu produzieren. Ich glaube, da sind ein paar spannende Ideen möglich. Oder was denkt ihr?
Das war's schon wieder mit den News für diese Woche. Ich kann nur sagen, ich freue mich sehr, wenn ich daran denke, kriege ich hier richtig kleine Putenpelle, euch da draußen endlich mal kennenzulernen. Kommt, wie gesagt, auf dem Gang einfach zu uns. Quatsch mit uns über Games, tretet dem Heidemann an den Fuß oder was auch immer. Tom, Tobi, ich und der Robin, wir sind alle auf der Messe und dann sehen wir uns nächste Woche. Wir werden mal das Kunststück probieren, nächste Woche tatsächlich auf der Messe eine News aufzuzeichnen. Es wird ja ganz viel cooles Zeug geben. Mal sehen, ob ich dann überhaupt noch eine Stimme habe. Letztes Jahr war sie ja fast weg. So, und jetzt gehe ich in die Sonne. Ach nee, die ist ja gar nicht da. Dann schwimme ich jetzt im Regen davon.